Savers are losers. Auf Deutsch, Sparer sind Verlierer. Ein Satz von Robert Kiyosaki, den man überall im Internet findet. In diesem Video schauen wir uns mal an, ob das wirklich wahr ist, welche Einflussfaktoren hier eigentlich eine Rolle spielen und welche Geldanlagemöglichkeiten eventuell besser sind, als einfach nur das Geld auf die Seite legen. Bevor wir entscheiden können, ob wirklich Sparer Verlierer sind, müssen wir ein paar Begrifflichkeiten klären. Was heißt denn eigentlich Sparen, was eigentlich jeder so verwendet im alltäglichen Gebrauch, aber was ist das wirklich eindeutig? Sparen ist Konsumverzicht, das heißt, ich bekomme Einkommen, ich verzichte darauf, dass ich das gesamte Geld in Konsumgütern investiere und lege eben einen Teil davon auf die Bank, bringe es zur Bank oder lege es eben unter mein Kissen. Was natürlich zinstechnisch kaum einen Unterschied macht, weil man auf der Bank kaum Guthabenzinsen bekommt. Ziel des Sparens ist es natürlich, jeden Monat etwas zurückzulegen und eben mit der Zeit wächst natürlich dieses Angesparte an und anschließend, wenn man eben einen guten Batzen Geld hat, kann man das investieren in irgendetwas, was eben entsprechend teurer ist. Als nächstes müssen wir den Begriff Inflation klären. Was ist Inflation und was ist die Inflationsrate? Inflation besteht, wenn die Güterpreise allgemein, also nicht einzelne Produkte und Dienstleistungen, sondern die Güterpreise allgemein teurer werden. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich mir eine Pizza kaufe, Pizza Margherita für 6 Euro diesen Monat und die kostet eben nächsten Monat 6,60 Euro, dann haben wir eben die Inflationsrate von 10% und das muss eben nicht nur für die Pizza gelten, das muss natürlich für alle anderen Güter auch gelten. Um die Inflation und die Inflationsrate besser zu erklären, hier ein Beispiel, das ich gefunden habe auf der EZB-Seite. Hier sehen wir drei Spalten, einmal das Basisjahr, ein Jahr später und 2 Jahre später. Hier sehen wir 150 Laibe Brot. Wir haben im Basisjahr, nehmen wir mal an, 2022 1,50 € gekostet und das mal 150 ergibt 225. Nächstes Jahr wurde es 20 Cent günstiger und im Jahr drauf, im zweiten Jahr, hatten wir eben eine Erhöhung zum Basisjahr von 10 Cent. Und das gleiche eben mit den Tassen, 2,40 €, hier ist es mal gleich geblieben, dann ist es eben runtergegangen. Bei den Haarschnitten, der Friseurbesuch wird immer teurer, 20, 22 und 23 Euro. Und die Winterjacke wurde mal teurer und dann wurde sie etwas wieder günstiger. Wichtig sind eben nicht nur die einzelnen Produkte und Dienstleistungen, sondern eben dieser Gesamtpreis des Warenkorbs. Das heißt, entsprechend alle Güter insgesamt kosten die im nächsten Jahr quasi mehr. Und das ist eben entsprechend hier der Fall. Von 850 im Basisjahr ging das eben auf 875 hoch und dann eben auf 891. Das heißt, wenn wir hier das Basisjahr als 100% quasi sehen, dann haben wir im ersten Jahr eine Inflationsrate von 2,9%. Also von 850 auf 875 Euro, das ist eine Steigerung von 2,9%. Und anschließend haben wir eben eine weitere Steigerung von 1,8% auf 891 Euro. Das bedeutet also nicht einzelne Produkte und Dienstleistungen, sondern eben der Gesamtpreis des Warenkorbs. Wenn der sich entsprechend erhöht, reden wir von einer Inflationsrate. Eine Inflationsrate ist eigentlich wichtig und auch von der EZB vorgesehen. Die EZB hat als Ziel eine jährliche Inflationsrate von knapp unter 2%. Aber schauen wir uns einfach mal an, wie die Inflationsrate aktuell denn aussieht. Juni 2021 sehen wir hier 2,3% hatten wir an Inflationsrate. Die hat sich eben gesteigert und zu Beginn des Jahres oder im Februar eher hat es eben angefangen, dass sie wirklich immens gestiegen ist. Aktuell haben wir im Juli, glaube ich, auch so 7,5% müssten das ungefähr sein. Also hier haben wir den Juni 7,6% und diesen Monat, der jetzt ja quasi abgeschlossen ist, haben wir eine Inflationsrate von 7,5%. Was bedeutet das eigentlich für den Sparer? Das heißt, die Preise erhöhen sich. Also wenn beispielsweise ich Güter gekauft hätte im Jahr, im Basisjahr, im ersten Jahr, also in diesem Jahr 2022, kaufe ich mir Güter im Wert von 100 Euro und die gleichen Güter in der gleichen Qualität, genau die gleichen Produkte und Dienstleistungen möchte ich eben beispielsweise im nächsten Jahr kaufen. Genau das gleiche. Und wir haben die Inflationsrate von 7,9%.
dann kosten die gleichen Produkte in Güter im nächsten Jahr 107,90 Euro. Das heißt, wenn ich Geld sparen würde, wird mich quasi die Inflationsrate, den Wert meines Geldes, also meine Kaufkraft heißt das, das würde es eben senken und minimieren. Das heißt, man legt Geld zurück, aber im nächsten Jahr ist es entsprechend weniger wert. Und je höher die Inflationsrate natürlich ist, desto weniger Kaufkraft oder desto weniger Geld ist mein, desto weniger Wert hat mein Geld. So. Der Vollständigkeit halber und um Kommentaren vorzukommen, ja, es gibt eine Leitzinserhöhung und eine Rezession, was das alles ist, will ich das hier auch nochmal nennen, was es damit auf sich hat. Wir haben auch aktuell eine Leitzinserhöhung erlebt, ich glaube seit 11 Jahren ungefähr, das erste Mal, dass der Leitzins erhöht worden ist. Also was ist der Leitzins? Der Leitzins, hier steht es nochmal in Rot, ist der Preis, den Banken zahlen müssen, wenn sie sich das Geld bei der Europäischen Zentralbank EZB leihen. EZB, habt ihr sicherlich schon mal gehört, das ist quasi die Mutter dieser aller Banken im europäischen Währungsraum zumindest mal. Und wenn die Banken dorthin gehen zur Mama und das Geld, sich Geld leihen wollen, dann hatten die 11 Jahre eben Narrenfreiheit und mussten keine Gebühren dafür zahlen. Seit dem 21.07., also vor einer Woche, hat die EZB, um die Inflation zu senken, den Leitzins entsprechend erhöht. Aber was bringt das dann eigentlich im Detail? Warum erhöht die EZB den Leitzins? Wenn die EZB den Leitzins erhöht, das bedeutet beispielsweise, nehmen wir mal an, um 3%, und eine Bank geht dort zur EZB hin und sagt, ich will 100 Millionen Euro von dir leihen. Dann war das eben jahrelang so, dass eben 100 Millionen einfach ausgeliehen worden ist und man eigentlich keine Gebühr gefordert hat. Wenn die jetzt beispielsweise eben die 3% jetzt gefordert werden für die 100 Millionen, dann muss eben ab dem 21.07., wenn es eben um 3% gestiegen wäre, müsste man eben 103 Millionen eben aufbringen. Das heißt 3 Millionen an Gebühr zahlen, quasi, sodass man eben die Gesamtlast eben von 103 Millionen hätte. Und da Banken keine Samaritervereine sind, geben die natürlich diese Mehrkosten direkt an die Kunden weiter. Das heißt, die Kreditzinsen erhöhen sich, die Kredite werden teurer. Dadurch sind die Kredite nicht mehr so attraktiv. Die Verbraucher wollen die Kredite gar nicht mehr so richtig haben. Das heißt, die Nachfrage an Krediten sinkt. Dadurch sinkt natürlich auch die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, die man sich mit diesen Krediten hätte kaufen können. Und dadurch sinken auch, wenn die Nachfrage sinkt, sinken auch die Preise der Produkte und Dienstleistungen. Und so möchte man quasi die Verteuerung durch die Inflation entgegenwirken und dass eben nicht, dass es nicht zu einer Hyperinflation kommt oder zu einer Inflation beispielsweise wie in der Türkei von über 70%. Ich glaube, die Zahl hat sich nochmal überschlagen. Um das zu verhindern, dadurch, dass die Inflation natürlich extrem hoch ist und die Löhne natürlich nicht entsprechend auch um 70% steigen, hat man eben eine viel, viel geringe Kaufkraft, dass man eben wenig investieren kann, und das schwächt die Wirtschaft letztendlich. Und dadurch gibt es eben diese Zinserhöhung, Leitzinserhöhung und entsprechend auch die Kreditzinserhöhungen. Ja, wie bereits erwähnt, hat die EZB vor einer Woche den Leitzins erhöht, für viele zu spät erhöht. Die Fed hat die Zinsen schon längst erhöht, also die Fed ist das gleiche in Amerika. Die gehen da viel aggressiver vor. Die EZB hat eben vor einer Woche, wir haben jetzt fast ein halbes Jahr einfach diese Inflation, die einfach nicht normal ist, die einfach viel weiter ist, eigentlich wie die Zielinflation von knapp 2%, knapp unter 2%. Und die Leitzinserhöhung von 0,5% soll jetzt ausschlaggebend sein, dass es eben besser wird. Dieser Prozess, der zieht sich natürlich, also wenn die 0,5% hier in den Markt geworfen werden und die Banken müssen eben mehr Gebühren zahlen oder überhaupt Gebühren zahlen, wenn sie sich Geld leihen wollen, das dauert einfach, dass man geht so ein bisschen davon aus, dass es eben so ein Jahr dauert, bis eben die Wirkung eben von seiner Leitzinserhöhung einfach spürbar ist und mehr auch messbar ist. Dementsprechend ist es einfach schwierig, zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, dass das jetzt ein Vollerfolg war. Und um noch einen weiteren Begriff oder zwei weitere Begriffe zu klären, einmal die Rezession. Was ist die Rezession? Die wird eben so ausgedrückt, dass wenn die Wirtschaft oder eine Volkswirtschaft, die deutsche Volkswirtschaft oder die europäische Volkswirtschaft quasi,
wenn die auf zwei aufeinanderfolgenden Quartalen schrumpft, also im Quartal 3 Monate, eben auch hier im ersten Satz, glaube ich, steht auch 6 Monate hier drin. Genau. Und woran merkt man das? Woran misst man das? Das ist das Bruttoinlandsprodukt. Daran misst man das. Das ist eben hier nochmal beschrieben. Gesamtwert der Güter und Dienstleistungen, die in einem Land innerhalb eines gewissen Zeitraums hergestellt werden. Man nimmt eigentlich immer so ein Jahr eigentlich dafür ein. Aber natürlich kann man das auch quartalsweise messen. Und wenn das eben in 2 Quartalen, also in einem halben Jahr, eben zweimal gesunken ist und weiter geschrumpft ist, dann spricht man von einer Rezession. Es gibt viele Ursachen für eine Rezession. In Amerika, in den Vereinigten Staaten spricht man schon von einer aktuell eingetretenen Rezession, weil die Wirtschaft entsprechend geschrumpft ist. In Deutschland droht eine Rezession. Viele Analysten und Experten sind sich sicher, wir wandern eigentlich die Schnurstrecks eben auf eine Rezession zu. Die ist unvermeidbar, auch mit eben so einer Leitzinserhöhung. Was die Folgen von so einer Rezession ist, ist einfach, dass wenn weniger Güter und Dienstleistungen hergestellt werden oder angeboten werden, dass man eigentlich weniger Leute braucht, um diese Produkte herzustellen und Güter und Dienstleistungen herzustellen oder anzubieten. Und dadurch erhöht sich eigentlich auch letztendlich die Arbeitslosenquote. Dadurch sinkt natürlich auch die Kaufkraft, die Leute können weniger kaufen. Und das ist eben so eine Abwärtsspirale, die eben gestoppt werden muss durch entsprechende Impulse, durch Investitionen. Tja, was kann man jetzt nun sagen bei einer Inflation? Das heißt, wenn die Preise teurer werden und alles teurer wird, lohnt es sich dann eben Geld zu nehmen und das unter ein Kissen zu legen und 10 Jahre zu warten. Und die Inflation, wenn die eben eintritt, und selbst wenn sie bei 2% wäre jährlich, hätte Robert Kiyosaki recht, Savers are losers. Doch wie ist es in der Rezession? Sind dort Savers auch losers, wenn alles quasi an Wert verliert, wenn weniger produziert wird, so rum? Sind da Savers auch losers? Ja, auch in dieser Abwärtsspirale der Rezession sind Savers losers, weil wieder die Wirtschaft angeregt werden muss, es muss investiert werden, es muss Geld ausgegeben werden, damit quasi alles entsprechend wieder Richtung Inflation wächst, dass die Sachen eben teurer werden, dass man mehr produziert und eben die Arbeitslosenquote senkt. Und dadurch wirkt man natürlich der Geldentwertung dagegen und sorgt dafür, dass das Geld, was man eben hat oder angespart hat, nicht noch an Geldwert verliert. Was kann man stattdessen tun? Da gibt es auch geteilte Meinungen, aber bei dem ersten Punkt, Aktienfonds, sind eigentlich viele der gleichen Meinung, dass das auf jeden Fall mehr Sinn macht. Also der Grundsatz beim Sparen oder bei der Geldanlage, wenn man eben seinen Geldwert immer noch weiterhin behalten möchte über viele Jahre, ist einfach das breit zu streuen. Wenn man das breit streut, das heißt in mehrere Branchen oder in mehreren Aktien oder verschiedenen Aktien oder verschiedenen Branchen das investiert. Das heißt, wenn eine Branche quasi abstürzen sollte, warum auch immer, tragen eben die anderen Branchen das entsprechend, wiegen das auf und halten das trotzdem immer noch am Laufen. Also Aktienfonds auch breit gestreut und am besten langfristig. Ich zeige gleich auch warum. Und auch sichere Aktien, in Anführungsstrichen. Was ist eine sichere Aktie? Ist natürlich schwierig auch zu sagen. Jedes Unternehmen, das auch 100 Jahre alt ist, kann natürlich abstürzen durch irgendwelche Gründe auch immer. Aber wichtig ist es einfach dort auf systemrelevante Unternehmen zu schauen. Also sowas wie Energieversorger, auch wenn es jetzt auch ein bisschen holprig ist für die, oder eben Gesundheitswesen und solche Sachen. Also das sind so diese systemrelevanten, monopolistisch. Ich will jetzt als Beispiel nicht Apple nennen, da gibt es natürlich auch noch Samsung und andere Hersteller, aber monopolistisch meine ich eben einen Anbieter oder einen Hersteller, der in seiner Branche quasi unangefochten ist, ja, quasi eine Monopolstellung hat in seiner Branche. Und ein wichtiger Punkt, vielleicht auch noch gucken, dass man dieses Unternehmen, in dem man investieren möchte und die Aktien davon kaufen möchte, dass es in der Bilanz eine hohe Eigenkapitalquote aufzeigt, also ein geringer Verschuldungsgrad. Das heißt, dieses Geld quasi, was das Unternehmen in der Kasse hat. Also wenn das Unternehmen mal schlecht geht und es nicht verkaufen kann oder viel weniger verkaufen kann, warum auch immer, kann es eben auf diese Gelder zugreifen. Es hat quasi sozusagen sein eigenes Geld auf seiner eigenen Bank und kann dadurch auch längere Zeit oder Durchstrecken quasi auch überleben, sowas wie Rezession beispielsweise. Und was ich auch noch bevorzuge, aber das ist so mein
Favorites neben den Aktienfonds, das sind einfach Immobilien oder Immobilienfonds, auch wiederum breit gestreut, weil Immobilien letztendlich, wenn man das sich einfach mal die Entwicklung anschaut, auch langfristig gesehen, sind Immobilien eigentlich eine sichere Geldanlage, weil man, das gefällt mir einfach in Immobilien, weil man da auch physisch etwas einfach da hat. Also es ist nicht so, dass man mit so Aktienfonds, die sind natürlich auch irgendwo digital einfach nur da. Aber Immobilien, wenn man was zum Anfassen hat und etwas Physisches da hat, das kann nicht so krass an Wert verlieren, wie jetzt so eine Aktie, die vielleicht irgendwie in den Boden stürzt wegen irgendeinem Skandal oder was auch immer. Und warum breit streuen und langfristig investieren? Hier haben wir die MSCI World. Auch ein Aktienfonds, das wir hier haben, eben in der Entwicklung von 1974 bis 2022, jetzt aktuell. Und hier sieht man, dass sie eigentlich stetig gestiegen ist, egal wann man da mal investiert hat. Im besten Fall hat man hier irgendwo investiert, vielleicht auch an der richtigen Stelle. Aber das ist eben diese Wirtschaftskrise 2008 gewesen. Selbst die hat es überlebt und dann nochmal um einiges mehr ist sie dann entsprechend gewachsen. Das heißt, wenn man peu à peu beispielsweise auch in so einen ETF-Sparplan investiert, jeden Monat ein Stückchen, durch die Zinsen, die man eben drauf bekommt, wirkt man eben der Inflation entgegen. Das heißt, man kriegt eigentlich mehr Geld quasi letztendlich raus, als die Inflation den Geldwert mindert. Eine weitere wichtige Sache, eben so ein bisschen mein Favorite, sind die Immobilien. Und da gibt es eben einen schönen Report von Knight Frank, The Wealth Report 2022, kommt jährlich raus. Und da werden quasi die superreichen Millionäre, Milliardäre befragt, um eben zu erfahren, wie die so investieren, was die so denken über die aktuellen Trends. Da sind auch so Bitcoin-Geschichten, Krypto-Sachen sind da auch abgefragt. Und auch Corona und so, welchen Einfluss hat es für sie quasi eben auf ihr Vermögen. Und hier ist eine Frage drin, how do your clients think the following issues will influence the ability to create and preserve wealth? Also welche Punkte von denen hier, und da geht die Liste entsprechend noch weiter, werden eben ihr Vermögen quasi noch, oder den Geldwert oder den Vermögenswert quasi beibehalten. Und da ist an dritter Stelle eben Real Estate, Immobilien sind da eben entsprechend mit drin, mit einem Durchschnitt von 72%. Und man sieht, gerade in Europa steht man nicht so sehr auf Immobilien. Das ist der schlechteste Wert eigentlich von allen Bereichen hier. In Nordamerika, also die Vereinigten Staaten, die da auch mit drin sind, haben den höchsten Wert. Mit Lateinamerika, ja, ist mir nur aufgefallen, 54% nur. Das zieht die Quote entsprechend auch runter. Aber Immobilien sehe ich auch als eine natürlich wesentlich bessere Geldanlage als Sparen, das sowieso. Zusammenfassend kann man sagen, die alte Weisheit, ja, leg immer ein bisschen Geld zur Seite, irgendwie unter dein Kissen oder sonst irgendwie in eine Box irgendwo rein oder bring es einfach zur Bank. Die wissen, wie man mit Geld umgeht quasi. Das ist einfach komplett überholt. Und das, was Robert Kiyosaki sagt und auch schon seit Jahrzehnten sagt, hat heute auch immer noch nicht jeder verstanden. Savers are losers, kann ich einfach nur zustimmen. Das ist auf jeden Fall so. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, gut und einfach und auch in geringen Mengen Geld zu investieren und anzulegen, sodass man eben auch im hohen Alter eigentlich auch ein gutes Vermögen aufbauen kann und davon auch leben kann, wenn die Rente mal nicht ausreichen sollte. Was denkst du, sind Savers Losers? Wenn sie es denn nicht sind, dann würde mich sehr interessieren, was deine Meinung so ist, was du zu dem Video hältst, ob da vielleicht noch ein Begriff vielleicht noch fehlt oder eine Definition, würde ich gerne wissen. Und ja, freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.